Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Verdun. Und wir sind hier gerade ziemlich unter Beschuss und unter Gas und Einfluss und so weiter. Deswegen werden wir jetzt erstmal die Feinde angreifen und das scheitert kläglich. Und zwar werde ich jetzt einfach mal Schützenkönig nehmen. Ich glaube, es... Ja. Ich werde einfach mal jetzt von hinten schön snippen und schauen, ob ich überhaupt etwas treffe. Mal schauen. Die Runde geht maximal noch 16:50, also 16 Minuten und 50 Sekunden. Ich bin mal gespannt, wie lange sie denn am Ende laufen wird. Wahrscheinlich sowieso 16 Minuten und 50 Sekunden. Denn, naja, meistens ist es immer so, dass die Runde zu Ende läuft. Und deshalb läuft sie auch zu Ende. Diesmal. Zumindest könnte ich mir das wieder vorstellen. Okay, und wir snipen jetzt einfach mal hier die Gegner, hoffentlich. Wir haben, die laufen nämlich alle da, da ist nämlich so ein kleiner Gang und da laufen die ganze Zeit her. Weil die denken, ja, weiter vorne ist natürlich besser zu verteidigen. Das machen wir mal. Aber ehrlich gesagt ist es nicht so. Ich habe dich gesehen da, wer auch immer da war. Da war nämlich einer. Den habe ich gerade im Winkel, Augenwinkel gesehen. Aber da hinten schießt auch einer rum, wie wild. Da. Ja, Kopfschuss. Den habe ich sogar sehr schön getroffen. Okay, guck mal, da haben wir noch einen Verbündeten, der direkt da im Feindeslager ist. Und da stürmen sie alle vor. Dankeschön. Und ich denke, heute werde ich mal wieder ein bisschen mehr hinten stehen. Am Geschütz, nicht am Geschütz, sondern am Zielfernrohr. Und ein bisschen schnippen, weil das macht Spaß. War da hinten einer? Das Problem ist, hier ist ein bisschen nebelig und ich kann nicht wirklich alles sehen. Deswegen werde ich mal beim nächsten Tod hier wieder ohne Dings vorgehen. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen vorne nach vorne rushen und schauen, ob ich hier irgendwo jemanden sehen kann. Ich sehe zumindest da hinten gerade keinen. Wir fassen Fuß. Ja, das ist schön, dass wir Fuß fassen. Könnten wir nämlich diesmal gewinnen. Ne. Na komm halt. Erstmal wieder locken, meine Position, weil ohne Scheiß, die wollen mir die ganze Zeit meine schöne... die wollen mir die ganze Zeit die Position nehmen. Das finde ich nicht schön. Oh, fuck. Oh, und ich bin tot. Naja, deswegen gehen wir jetzt diesmal erstmal ohne Dings wieder rein. Das heißt, wir können besser angreifen. Auf einen Gegenangriff einstellen. Na super, haben wir doch nicht geschafft. Oh, fuck. Okay. Okay, das ist natürlich jetzt sehr schwer, weil die da natürlich alle wieder durch den scheiße Gang kommen. Und, wir sollten da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Denn das könnte auch ganz schnell schlecht ausgehen. So, was macht der denn da? Was macht der? Boah. One of them is in right. In right, okay. One of them is in right. Okay, das macht auf jeden Fall Sinn, was der da schreibt. Okay, einer von denen ist schon mal down. Oh, fuck. Da war einer. Den habe ich gesehen. Deswegen werde ich mal ein bisschen weiter nach da gehen und schauen, ob da jemand so doof ist und reinkommt.
oder da oben her rusht. Ich hoffe es ja ehrlich gesagt nicht, aber kann natürlich sein. Ich hoffe. Ohne Scheiß, dieser Semrt oder wie auch immer der heißt, der geht mir jetzt schon auf den Sack. Weil der tötet mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Granaten oder was auch immer das ist. Ich glaube, Mörser ist es. So, da war einer. Oh, jetzt werde ich von da angeschossen. Also irgendwie stehe ich hier die ganze Zeit unter Beschuss. Das mag ich überhaupt nicht. Das mag ich überhaupt nicht. Wie viele Spieler sind hier überhaupt auf der Suche? What? Okay, na geil. Die kommt von links. Ich hoffe, die haben das gehört. ja, jetzt wird aufgeräumt hier von links. ich guck mal. Ich kicke mal. Hö, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Das wollte ich aber jetzt nicht. Hier muss ich her. Oder räumt der die alle weg hier? Okay, jetzt alle hinter Deckung, weil die Gegner kommen. Die Gegner kommen. Wir wollen aufräumen. Left side, ja. Ich peek mal ein bisschen. Ich weiß, das ist eigentlich eine ganz dumme Idee. Weißt du, wisst ihr, das ist wie bei der Aave in Counter-Strike. Ja? One shot, one kill und wenn man da einmal um die Ecke peekt, dann ist man tot. Das ist immer nicht ganz schön. Aber leider ein Muss, wenn man hier die Gegner töten möchte. Oder man macht so wie er und läuft einhändig überall rum. Aber es gefällt mir. So, jetzt können wir die Gegner erstmal wieder pushen. Oder dann kommt da so einer wie der, der pieken will, aber ich den nicht treffe. Ja, jetzt habe ich ihn getötet. Sehr schön. Diesmal war ich drauf und da hinten sind welche. Moment, der kommt da unten durch. Damit. Nachladen. Geht zumindest schnell hier. Oh, wo sind denn die Gegner? Die Gegnats. Ich sehe gerade keine. Okay, da hinten ist einer. Ich glaube, den treffe ich nicht. Fuck. Ne, die treffe ich überhaupt nicht. Da muss ich gar nicht erst versuchen. Habe ich zwar schon irgendwie, aber da ist einer. Endlich habe ich hier getroffen, den Semrte. Okay. Ganz schnell runter und weiter nach rechts. Weil da pushen die gerade alle. Aber vielleicht ist es auch besser, hier links zu pushen, weil die alle gerade rechts pushen. Ich weiß. Oh fuck, da bin ich getötet worden von dem Semrt. Feuer, Kurbel hoch. Warte mal, sind wir gerade bei den Deutschen? Peter Pan-Truppe, auf jeden Fall. Entente, die Mittelmächte. Eigentlich sind wir bei den... Wir sind bei den Deutschen. Oder? Ich weiß es ehrlich gerade gar nicht. Alpenjäger. Wir müssen bei den Deutschen sein. Muss ja. Gattung, Lanzer, Stoßtruppe. Ja, wir sind bei den Deutschen. Okay. Wir sind bei den Deutschen. Deswegen haben wir auch das Gewehr 98. Ich denke, das ist... Voted for the change of squad type to Lancer 0,2 votes. Ja, das wollte ich gar nicht. Leute... Alles gut, das wollte ich nicht. Tse. Ja, sorry. I didn't want it that. Okay. Wenn wir jetzt vorrushen.
Dann können wir es machen. Ich zieh die Gasmaske auf. Dann pushen wir da durch. Oder crouchen ein bisschen durch. Wir haben noch 9 Sekunden Zeit, uns hier einzunisten. Okay. Wir können immer noch weiter angreifen. Ich werde jetzt auch einfach mal... Alter! Ja, geil. Jetzt haben die mich weggemacht und dann... Ja. Dann können die natürlich locker einfach da angreifen. Das ist natürlich nicht so schön. Okay, wo sind die Gegner? Da ist einer. Power V. Und Sim on. Na kommt halt. Huh? Alter, was leckt der denn so hart? Incoming left. Okay, die kommen left. On the left side. Wow! Holy shit. Habe ich mich jetzt erschrocken. Ich war auf einmal so... Hat er mich echt weggemacht. Na, Lewis. Was ist denn Lewis? Das Maschinengewehr, das sieht cool aus. Alter, macht er den No-Scope? Ist der dumm? Du kannst doch mit so einer Waffe keinen No-Scope versuchen. Es geht doch sowas von in der Hose. Das weiß doch jedes. Jedes. Das weiß doch jedes Kind. Dass man mit so einer Scheißwaffe nicht No-Scopen kann. No, sorry. I don't want to do that. Also die Gegner haben auf jeden Fall hier einen riesen Vorteil. Auf dieser Map, weil die halt einfach diese Vorsprünge haben, wo die einfacher angreifen können. Wobei man natürlich auch wieder einfacher angegriffen werden kann durch diese komischen Gänge, die weiter nach vorne gehen. Aber meistens, wenn man da einen richtig an den richtigen Punkt positioniert, dann hat man da auch ganz einfach verloren. Dammit, was mache ich hier? Und du kommst hier nicht nach vorne, Mensch. Das geht doch nicht. Bleib einfach mal hier. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Die schauen hier nicht wirklich hin und man hat halt eigentlich hier die ganze linke Seite im Blick. Was eigentlich richtig gut ist. Ich werde mal hier... Da kommt nämlich einer. Dammit, den ich natürlich nicht getroffen habe. Oh, shit. Von wo? Von da hinten? Von rechts? Ja, die kommen alle von rechts. Fuck, und jetzt... Ja, scheiße. Jetzt haben die natürlich dann so ein... Wenn da so ein Feuer kommt, dann ist das auch natürlich vorbei. Den ist es auch vorbei hier, alles. Aber ich gehe wieder hier an meine Pose. Das ist nämlich eigentlich wirklich ganz gut hier. Wenn man die ganze linke Seite abdeckt. Affe mit Waffe. Auch ein geiler Name. Also ohne Scheiß, diese Namen hier, die sind echt immer phänomenal, die sich hier manche Menschen hier ausdenken. Wirklich, die sind echt phänomenal manchmal. Wie zum Beispiel Affe mit Waffe. Hatte ich den nicht sogar schon mal? Kann das sein, dass ich den schon mal hier drin hatte? Weil mir kommt das irgendwie so bekannt vor. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor.
Scheiße. Scheiße. Greift mich halt nicht an. Und da bin ich tot. Von Semrt oder wie auch immer. Mit seiner scheiß Lewis. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ist das eine... Ich glaube ja, dass es immer noch eine Dings ist. Eine MG. Könnt ihr mir zumindest vorstellen. So. Aber ich push mal wieder ein bisschen. Denn... Na komm, Stalter. Der war doch da gerade. Guck mal. Wo ist denn der? Hin. Wo ist denn der hin? Der war doch da gerade noch. Keine Ahnung. Der war da auf jeden Fall. Deswegen werde ich jetzt so auf. Oh mein Gott. Pushen die. Oh, scheiße. Jetzt, der eine hat mich in der... Der eine, ich hab... Aber der trifft mich nicht. Warum trifft er mich nicht? Jetzt habe ich ihn aber getroffen. Weil der immer mit seinem Kopf nur hervorlugt. So. Nicht da. Nächstes Loch, bitte. Okay. Ich möchte das jetzt hier gewinnen. Weil ohne Scheiß. Ich möchte das gewinnen. Das ist einfach so. Achtung, da kommen jetzt, glaube ich, gerade wieder Sachen auf mich. Fuck. Okay, einer ist drin und der ist auch wieder draußen. Okay. Aber in 15 Sekunden ist es sowieso vorbei und unentschieden. Wenn das mal so im Krieg gewesen wäre, einfach mal unentschieden. Na, vielleicht kann ich hier durch die... Wenn ich das hier einnehme, hier vielleicht nochmal was rausholen. Was ich nicht denke. Nein. Die Schlacht endete unentschieden. Sehr schön. Und schade auch wieder. Aber naja. Ich schaue jetzt noch eben meine Sachen an hier. Ich habe nicht wirklich viel. Ja, komm. 602. Wow. Okay. Effektivste Spieler. Ich bin auf Platz 5. Truppspieler bin ich auch auf Platz 5 effektiv. Und da bin ich nirgendwo was. Okay, das würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaut nächstes Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Werde. Und habt einen guten Tag. Tschüss.